Also Open Access und Monographien auf den Open Access Tagen, das fühlt sich inzwischen an fast wie ein Selbstgänger, als hätten wir das jedes Jahr. Das ist aber keine Selbstverständlichkeit. Open Access und Monographien sind erst im Laufe der Zeit zum Thema geworden, auch wenn, und ich freue mich sehr, dass hier einige Vertreterinnen und Vertreter von bereits existierenden Universitätsverlagen da sind, auch wenn das Universitätsverlage oder verlegerisch arbeitende Einrichtungen an Bibliotheken schon seit vielen, vielen Jahren betrieben haben. Und man könnte denken, das ist dann immer doch wieder dasselbe. Es freut mich umso mehr, dass wir diesmal ganz neue Themen haben, auf die ich selber auch gespannt bin. Wir werden sowas wie ein Resümee, aber auch einen Ausblick in die Zukunft sehen von Regine Tobias von Kids Scientific Publishing, die es seit 10 Jahren betreiben und dann auch wirklich schon aus der Erfahrung sprechen können. Das wird ergänzt werden mit 2 praxisorientierten Referaten, einmal von Herrn Jung, aber die einzelne Vorstellung der Redner macht dann meine Kollegin Isabella Meinecke vom Hamburger Universitätsverlag. Ich bin übrigens Margot Bauer. Wir betreiben in Göttingen auch einen Universitätsverlag, deswegen sind wir beide sozusagen auf dieses Thema gebucht und werden dann noch von mehreren Projekten, die zum Thema Open Access und Monographien arbeiten, Beiträge hören. Auch wenn wir jetzt hier etwas verstreut sitzen und Sie teilweise ganz, ganz weit weg sind, möchte ich Sie trotzdem einladen, das als einen Workshop zu begreifen. Also fragen Sie. Die Redner werden Ihnen jeweils sagen, ob Sie Fragen dazwischen stellen können oder am Ende der Vorträge. Aber bringen Sie sich ein. Wir wissen hier auch nicht, wo die Reise mit Open Access und Monographien landen wird. Das ist alles im Fluss. Das ist spannend. Das verändert sich. Und ich freue mich auf eine rege Beteiligung von Ihnen.